Hallo, ich bin Roland von Mobile Geeks und wir sind hier bei einer Firma namens Dio Systems aus Korea. Und was sie hier haben, sieht auf den ersten Blick erstmal ziemlich technisch aus, ist aber im Prinzip eine sehr interessante Sache, denn auf dieser Platine hier sitzen nicht nur diese drei Tasten da und dieser schöne kleine Controller, sondern das da, das ist ein drucksensitives Trackpad sozusagen. Das heißt, hier an diesen silbernen Stellen, da seht ihr jeweils an allen vier Ecken einen Drucksensor und damit können die sehr genau bestimmen mit ein bisschen Mathematik, wo sich auf dieser Stelle, auf diesem Ding der größte Druck befindet. Und mit dem kann man wiederum einen Mauscursor realisieren, beziehungsweise man kann daraus sogar schreiben, wenn man einen Stylus nimmt. Das Ganze ist mit diesem Ding hier unten verbunden. Da befindet sich ein USB-Port, wie man sieht. Und hier drüben haben wir den Micro-USB-Ausgang, also den normalen Anschluss für ein externes Kabel. Und hier haben wir einen Ein- und Ausschalter. Was am Ende rauskommt, ist diese Hülle für zum Beispiel ein Galaxy Note 2. Das Ganze ist also eine Kombination aus einer Schutzhülle für das Gerät und einem, wie gesagt, dem Trackpad. Und wenn man jetzt uns die Rückseite hier anguckt, dann sehen wir, wenn ich mal meine ganze Suppe hier weggewischt habe, dass das Ding hier integriert ist, wie gesagt. Und hier gibt es eine Taste zum Wechseln des Modus. Damit drückt man Enter sozusagen und damit kommt man zurück. Der Sinn der ganzen Sache ist im Prinzip ganz einfach, nämlich, dass man Geräte wie zum Beispiel das Galaxy Note 2 damit mit einer Hand bedienen kann. Im Augenblick ist das Ganze noch ausgeschaltet und sobald ich jetzt diese Taste drücke, wird hier oben angezeigt, dass ich verbunden bin und die dazugehörige App gestartet. Wisch mal kurz über den Bildschirm und mache die App auf, wenn ich sie dann finde. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir lassen es einfach. Das Prinzip ist im Grunde ganz einfach, wenn das Ding an ist, sollte ich in der Lage sein, mit dem Finger hier hinten drauf hin und her zu wischen. Und je nachdem, wie doll ich drücke, umso schneller wird gescrollt. Will heißen, ich wische jetzt einfach nur mit dem Finger hin und her und kann somit mit dem großen Bildschirm von dem Gerät umgehen, ohne selber überhaupt meine andere Hand zu benutzen oder mit dem Finger hier drauf rumzuspielen. So bleibt also der Bildschirm immer erkennbar und man kann sehr genau damit arbeiten. Im Augenblick sind wir, wie gesagt, in diesem Sprungmodus. Will heißen, ich hüpfe hier einfach zwischen den Apps hin und her oder wechsle zwischen den verschiedenen Homescreens zum Beispiel. Es gibt einen Haufen Anwendungen dafür, zum Beispiel Spiele und ähnliches. Das zeigen wir euch wahrscheinlich noch in Videos, die wir in den entsprechenden Artikel einbinden. Ich drücke jetzt gerade zum Beispiel die Zurücktaste und da sollte ich eigentlich zurückkommen. Ja, ist jetzt gerade nicht so viel passiert, beziehungsweise ich war ja nicht in irgendeiner App drin. Machen wir mal eine Kamera auf, da seht ihr mich, Hallöchen. Und damit geht es zurück, indem ich gerade eben auf diese rechte Taste, die linke Taste hier hinten gedrückt habe, nämlich den Zurück-Button. Wenn man eine bestimmte Sache ausgewählt hat, sage ich jetzt mal zum Beispiel, wo haben wir denn? Gibt es hier vielleicht irgendwas, was wir euch mal zeigen können? Jetzt müsste ich nur noch was finden, was ich auswählen kann. Da zum Beispiel. Und dann drücke ich in der Mitte auf die Bestätigung, auf die Enter-Taste und habe somit die App geöffnet, ohne selber das Telefon überhaupt von vorne zu berühren. Und sobald ich den Modus wechsle, komme ich in den sogenannten Maus-Modus. Und wie man hier sieht, da unten gibt es einen kleinen Maus-Cursor. Und mit dem kann ich, je nachdem, wie doll ich auf den Sensor drücke, dank der Software schneller oder langsamer scrollen, will heißen, wenn ich nicht doll drauf drücke, kann ich sehr, sehr genau auf bestimmte Sachen klicken. Oder wenn ich eben doller drauf drücke, dann huscht die Maus sehr schnell über den Bildschirm. Insgesamt eine sehr praktische Sache, denn es ist ja wie gesagt nicht nur eine Hülle, sondern eben dieses auch noch das Trackpad drin. Unten gibt es einen An- und Ausschalter für die Leute, die nach dem ganz sicher gehen wollen, dass kein Strom verbraucht wird. Allerdings, sobald man das Tablet in den Ruhezustand setzt, nämlich das Display deaktiviert, wird auch das Trackpad deaktiviert. Auf der Rückseite, auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass Strom gespart wird. Insgesamt eine sehr interessante Technik, wird wie gesagt auch unter anderem für Spiele verwendet werden oder kann auch für Spiele verwendet werden und soll im Handel ungefähr um die 35 Euro kosten. Wir wurden gefragt, ob denn 35 Euro für die Kunden in Ordnung sind. Das wäre jetzt eure Aufgabe, das unter den Kommentaren zu sagen. Vielleicht können wir das ja an die Leute von Dio Systems weiterleiten. Ich war Roland für Mobile Geeks. Besten Dank. Moin.